bist Werkstattleiter hier bei der Firma Martin Special Technics. Hast du uns erzählt? So ist es, ja. Genau, ich bin hier Werkstattleiter und kümmere mich quasi um die Fahrzeuge, um die Probleme, um die Neueinbauten und sonstiges. Ja. Super. Also wir haben ja jetzt Gott sei Dank kein Problem mit eurem super Generator, aber wir gehen ja jetzt auf eine 3-4-Jahres-Tour, auf eine große Reise, auf eine Expeditionsreise mit dem Fahrzeug und eurem Generator, und wir sind jetzt da bei euch in der Firma, um den einfach zu warten, einen Service zu geben. Ja, genau, um die Riemenwartung des Zusatzgenerators durchzugehen, anzuschauen, zu kontrollieren, zu prüfen, ja. Und dabei habe ich ja das Glück, dass ich zugucken darf. Also falls mal was ist, dann hoffe ich, dass ich jetzt von euch ein bisschen was mitbekomme in der Werkstatt, dass ich im Worst-Case-Szenario, was ja ab und zu mal, also ganz selten passiert, aber es kann ja passieren, dass ich selbst die Hand anlegen kann. Genau, quasi auf weite Flur, dass du dich da dann auskennst mit der Sache, ja. Genau. Super, also dann gehen wir mal runter zum Auto und du fährst das in die Werkstatt. Genau, ich fahre das in die Werkstatt und dann schauen wir uns die Sache an. Super, ja. Cool. Sag mal, und die Wartung, wie oft, nach wie viel Kilometer muss das eigentlich passieren? Also wir haben unsere Prüfintervalle, alle 10.000 Kilometer oder 100 Betriebsstunden ist eine Prüfung, eine Sichtprüfung. Ja. Geben wir so vor. Und alle 25.000 Kilometer beziehungsweise 250 Betriebsstunden sagen wir einen Riemenwechsel oder eine Prüfung noch einmal. Und man sieht dann auch, teilweise kann man die Wartungsintervalle je nach Einsatzzwecke erweitern. Aber das ist dann immer, also das ist für uns eine grobe Vorgabe, weil wir ja die unterschiedlichen Generatortypen haben. Ja. Und der eine nutzt sie so, der andere nutzt sie so. Und das kann genauso gut sein, dass der Wartungsintervall verdoppelt werden kann, zum Beispiel. Was bei uns sinnvoll wäre, weil nach 25.000 Kilometern sind wir garantiert noch irgendwo dort. Genau, aber das ist im Prinzip, das sieht man dann, wenn das Fahrzeug einmal ein bisschen älter ist, wenn quasi diese 25.000 Kilometer oder 50.000 dann, je nachdem, erreicht worden sind. Und dann stellt man eben fest, wie ist der Zustand des Riemens oder des Riementriebs. Ist er noch in Ordnung? Passt noch alles oder auch nicht? Genau. Cool. Also hier der heilige Schlüssel. Übergabe. Prima. Gut. Offen ist er. Offen ist er. Los, dann fahren wir mal hinten auf die Rückseite rein. Ja. Und du fährst von hinten rum rein? Genau, ich fahre auf die Rückseite des Gebäudes in die Werkstatt rein. Alles klar, dann laufen wir schon mal vor. Also. Moment, der Jatschi, der muss noch schnell in die Box. Mach das mal noch. Oder warte mal, ich mach's quint. Ja, der ist unser Hund. Ach, der Hund ist ja hinten. Warte mal, dann filme ich. Ja, okay, dann gehen wir mal nochmal schnell mit rein. Die Tanja gibt also unseren. Der Jatschi, dass der hier verloren geht. Naja, dass er halt in seiner Box ist, weil es sicherer ist, wenn er in der Box ist. Hallo Mäuschen. Nee, du gehst mal zurück. Ja. So, jetzt ist die Tanja im Auto und der Ayachi darf in seine Box rein. So, machen wir zu, da ist er da sicher, und wenn wir da sind, dann darf er wieder raus. Und das Wasser brauchen wir jetzt hier auch nicht, weil sonst haben wir das ja hier im Raum verteilt. Okay, ich gehe mal wieder rückwärts raus hier, um nicht rückwärts über die Treppe zu stolpern. Jetzt kommt die Tanja und dann. Der Ayachi, der ist nur beim Fahren in der Box, da ist er dann ganz sicher. Und ansonsten bewegt er sich frei im Fahrzeug. Und bin voll dabei. Okay, also kannst fahren, der Hund ist gesichert. Ja, ich war ja hier schon, wir waren ja hier schon zweimal oder so, glaube ich, Vorbesprechung und dann auch mit dem Generator-Einbau. Und jetzt, wie gesagt, der große Service, oder nicht der große Service, der Service nochmal sicherheitshalber. Wir haben jetzt 15.000 Kilometer drauf auf unserem TerraLove 2. Und ich denke mal, dass die Reise, die wir jetzt vorhaben, die nächsten 3-4 Jahre, dass da schon, dass wir vielleicht so, wer weiß, 50.000, 80.000 Kilometer wird es schon sein.
schon irgendwie komisch, wenn jetzt jemand anders da drin sitzt und siehst ein Terra wegfahren, oder? Naja, sie fährt ja nicht weit und es ist ja ein guter Grund. Ja, es ist ein guter Grund. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was da passiert in der Werkstatt. Ob ich als Laie, bin ja kein gelernter Kfz, wie heißen die, Mechatroniker? Ja. Mittlerweile glaube ich ja so. Da können wir gleich auf unsere Videos verweisen, die wir bei Iveco gedreht haben, oder? Ah ja, da haben wir auf jeden Fall einiges gedreht bei Iveco. Also Schraubertrainings haben wir da gehabt. So, jetzt bin ich schon mal in der Grube, unterm Auto, Kohl. Ja, servus, also ich bin der Dennis. Wie heißt du? Ich bin der Reine. Der Reine? Rainer, ja. Rainer, super, dass wir da zuschauen dürfen. Das ist jetzt neu, ne, mit dem Schnorchel. Ja, sieht so aus, ja. Ist das jetzt schlecht für euch? Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen unbequem, sage ich jetzt einmal. Ja, Gott, wenn man irgendwas... Ich habe festgestellt, egal, ja, bei dem Auto, wenn du irgendwas machst, ist es grundsätzlich so, du hast immer einen Kompromiss. Ja. Ne? Irgendwas ist gut und dann ist wieder irgendwas nicht so gut. Aber es ist machbar. Ein paar Schrauben, zwei Schellen, oder? Ja, du musst ja bloß, ich war ja dabei, du musst ja bloß hier aufmachen und da aufmachen, ne? Genau. Und dann da ist es, dann ist der Schnorchelansatz weg. Ja. So, grundsätzlich hört er sich gut an, oder, Rainer? Hört es sich gut an? Ja. Ja. Sieht gut aus. Passt. Hier steht ja was, Riemen prüfen, 10.000 Kilometer. Ne? Da hast du das, genau, steht schon das drauf, was du vorhin gesagt hast. Was wir gerade schon besprochen haben. Ja. Unsere Vorgabe, weil wir nie wissen, welcher Einsatz, wie wird das Ding wirklich, der Generator wirklich genutzt. Manche nutzen den ja, was weiß ich, 24 Stunden am Tag, 8 Stunden am Tag, Vollgas, Power, Leistung rausziehen. Dann ist natürlich die Kraft oder für den Riementrieb oder der Verschleiß natürlich höher als jemand, der wo ja, halbe Stunde am Tag das Ding nutzt, den Generator. Aber wir haben ja zum Beispiel vorne, du hast ja den Hauptschalter am Display bei uns im Fahrerhaus. Da kann ich ja das einschalten, den Generator ein- und ausschalten. Ja. Das heißt, bei uns ist der immer an. Der ist immer an, ja. Weil ihr wahrscheinlich hinten eure Anlage permanent auch während der Fahrt nutzt, eventuell Batterien laden oder sonstiges. Exakt. Genau. Und deswegen, ihr habt hier einen Generator, Generatoranlage für Fahrtbetrieb. Also sprich auch während der Fahrt bei unterschiedlichen Motordrehzahlen lädt er entsprechend seine Kurve quasi oder lädt dann entsprechend eure Batterien. Das heißt aber, wenn die Batterien voll sind, dann läuft der Generator ja nicht unter Last, oder? Unter Last nicht, der regelt mit Sicherheit zurück. Je nachdem, wie der Aufbau hinten geplant ist oder eingebaut ist. Okay, das ist hängt nämlich von dem jeweiligen Fahrzeug ab oder genau. was halt da an Elektrik, genau. an Strom gezogen wird oder so. Genau. Also im Prinzip auch ohne Last. Mitdrehen, mitlaufen tut der Generator immer, also auch ohne Last. Also die Rollen, Riemen, alles dreht sich, wie im Originalriementrieb auch. Ja. Aber halt dieser Lastzustand, der ändert sich. Sag mal, und dieser Generator, dieser 220 Volt Generator, ja. Der ist ja ein Zusatzgenerator, den man also jetzt in so ein Fahrzeug verbaut. Ihr habt den auch in Militärfahrzeugen drin, ne? Oder? Oder ja, in Rettungsfahrzeugen? In unterschiedlichen Fahrzeugen, genau. Feuerwehr, ja, Rettungsfahrzeuge, Kanalsanierer, wie auch immer. Also alles Mögliche, breit gefächert das Ganze. Das heißt also, man könnte jetzt, wenn ich jetzt an Rettungsfahrzeuge denke, dann könnten die jetzt im Notfall, im Worst-Case-Szenario, da eine Operation machen im Auto und haben gesicherten Strom. Genau, zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Also es gibt so Rettungsfahrzeuge oder Sanitätsfahrzeuge, die haben keine Ahnung. Ein CET zum Beispiel hat es, glaube ich, auch schon mal gegeben und so, wo die quasi betreiben im Fahrzeug. Gut, ein anderer Kunde vielleicht ein Massagebett zum Beispiel oder sonstiges, ja, oder ja, ja, Werkstattwägen,
die wo halt Strom auf der Baustelle brauchen, da wo es einfach nichts gibt. Oder halt irgendwo in der Natur, je nachdem. Ja. Das Fantastische ist ja, finde ich, an diesem Generator, normalerweise hast du ja, wenn du jetzt irgendwo in der Pampa stehst oder so, einen externen kleinen Generator, einen Honda oder was auch immer, den stellt man dann raus und das Auto und speist seine Kabine, also in unserem Fall jetzt mit Strom. Ja. Diese Dinger sind relativ laut und stinken vielleicht auch, ja. Also das finde ich jetzt schon sehr komfortabel, dass wir im Motorraum an diesen Zusatzgenerator verbaut haben. Das heißt, klar, die Maschine muss laufen. Die Maschine muss laufen, aber die Maschine läuft ja normal auch, weil ihr fahrt sie auch damit. Ja. Also wenn ihr nicht fahren oder wenn da irgendwie eine Panne wäre oder so, dann könnt ihr auch nicht fahren letztendlich. Und man muss auch sagen, ganz klar, das sind neue Euro 6 Fahrzeuge, wo man jetzt gerade das Stinken oder so angesprochen hast, sage ich mal, das ist ein neues Euro 6 Fahrzeug. Der läuft, der ist von dem her geruchsmäßig erträglich. Kein Ding, man hat keine zusätzlichen Wartungen, wie jetzt bei dem Honda-Aggregat, vom Sprit her aus, sage ich mal. Das Honda-Aggregat mag vielleicht dann ein Benziner sein, dann hat man wieder Benzinkanister extra und lauter solche Sachen. Ich meine, das Fahrzeug, wenn der läuft, dann produziert er auch eigentlich seinen Strom. Und das ist das Gute, also das heißt, also, wenn jetzt meine Bordbatterien runtergehen, angenommen, ich stehe irgendwo einen Tag, das haben wir ja schon getestet, also ich habe mit unseren Bordbatterien für 3 Tage Energie, also 3 Tage Strom, außer ich benutze die Klimaanlage, ne? Dann ist halt nach 3-4 Stunden Ende, weil die halt viel Strom zieht. Aber im Regelfall haben wir für 3-4 Tage Power und dann fährst du ja auch weiter und während des Fahrens lädt es sofort innerhalb von 2 Stunden sind die Bordbatterien mit 360 Amperestunden wieder voll. Das, glaube ich, ist die Leistung, was der bringt. Was bringt der in der Stunde, je nachdem? Wir haben den auf der mittleren Stufe eingestellt. Du hast ja 3 verschiedene Stufen, glaube ich, wie er laden kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sache ist von Bimobil oder von der Ladetechnik. Von Bimobil, ja. Genau. Also der Generator kann jetzt in dem Fall Fahrbetrieb bei unterschiedlichen Drehzahlen zwischen 2,5 und 5 kW Leistung bringt der Generator. Wow, na, das ist schon mal fett, ja. Ich glaube, also wir haben jetzt halt 3 Stufen, die wir einstellen können am Fahrzeug, neben der ganz mittlere, also die leichte, mittlere und stark. Und man hat uns eben gesagt, dass wir mit der mittleren immer super laden und dass da auch die Batterien nicht überlastet werden oder halt sich abnutzen in irgendeiner Form. Ja. Also insofern muss ich sagen, eine feine Sache, weiß eigentlich kaum jemand in der Szene, muss ich auch sagen, dass es sowas gibt. Also so einen Zusatzgenerator, den habt ihr ja entwickelt, ne? Genau, wir haben den Bausatz, die Halterungen quasi alles entwickelt. Generatorsystem an sich genauso. Der Generator, dieser 230 Volt Generator, die Leistungsbox, diese Wandelbox dazu quasi, alles von uns eine Selbstentwicklung im Hause. Genau. Das ist aber jetzt nicht nur für den Iveco Daily 4x4, sondern das kannst du ja in verschiedene Fahrzeuge verbauen, oder? Genau, unterschiedlichste Fahrzeugtypen. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte Bausätze, was wir im Prinzip im Portemonnaie haben, sage ich jetzt mal, aber das sieht man auch auf unserer Homepage zum Beispiel. Genau, Martin Special Technics. Genau, das war jetzt die nächste Frage, wie die Homepage genau heißt. Genau, also die Martin Special Technics. Und da kann man sich mal informieren. Da geht es ja nicht nur um diese riemengetriebenen Generatoren vorne am Motor, sondern auch diese Unterflurgeneratoren mit Leistungen 100 kW zum Beispiel im LKW-Bereich, im Nutzfahrzeugbereich, im LKW-Bereich. Ja. Und zusätzliche Kompressoren, Klimaanlagen, Druckluftkompressoren, Schraubenverdichteranlagen. Also das Repertoire ist quasi ganz riesig. Ja. Das ist riesig. Naja, ich habe jetzt schon gehört, ihr habt ja auch jetzt, glaube ich, in Saudi-Arabien irgendwie, da gibt es ja auch Fahrzeuge, die da, Militärfahrzeuge, irgendwas habe ich noch am Schirm, ich weiß nicht genau, ob das so ist, die ihr dann ausrüstet, also nicht das Militär, sondern einfach die Generatoren in solchen Spezialfahrzeugen. Generatoren oder, weil jetzt sagst Saudi-Arabien zum Beispiel, da ist es ja Luxus, Klima, Kälte, also da, das ist ein ganz riesen Ding, also da bauen wir dann Riementriebe mit für zusätzliche Klimakompressoren zum Beispiel. Plus Generatoren, also da ist es wirklich, also da hat er so ein Motor, hat jetzt zum Beispiel 2, 3 zusätzliche Aggregate verbaut, über den Riemen angetrieben. Stürzt nicht ab da mit in die Grube. Das wäre es dann für heute, wenn wir uns so locker unterhalten und da stehen, ja, und dann rückwärts in die Grube fallen. Gemerkt, ja. Ja, da müssen wir echt aufpassen. Ja. Genau. Auf jeden Fall saumäßig interessant. Also ich wusste auch nicht, also bis vor, ja, ich denke mal vor 2, 3 Jahren, klar, bis wir da eigentlich eingestiegen sind in das Offroad-Fahren, in dieses Bimobil-Szene,
in Expeditionsfahrzeug, dass es sowas gibt. Und das ist auch der Grund, warum wir das jetzt auch mal filmen, um das auch ein bisschen publik zu machen, dass der ein oder andere, es ist ja immer so, als Camper hast du immer ein Stromproblem, ja. Also du hast immer zu wenig Power im Regelfall. Und mit eurem Ding, mit eurem genialen Generator, ich will nicht Ding sagen, sondern mit dem genialen Generator ist dieses einfach History, das ist Geschichte. Du hast kein Problem mehr mit Strom. Weißt du, was der, gut, das ist jetzt wieder wahrscheinlich eine Iveco-Geschichte, was der dann, wenn du den Motor jetzt laufen lassen würdest, ja, was der dann braucht eigentlich? Also weil du lässt den Motor laufen. Ja. Aber gut, das ist ja jeder Motor anders, ne? Das ist vielleicht eine blöde Frage. Dieselverbrauch meinst du jetzt, oder? Ja. Jetzt, also sagen wir so, den kann man genauso gut im Leerlauf nutzen, sage ich jetzt mal. Was hat jetzt der für Leerlauf verbrauchst? Klar. In der Stunde vielleicht, ich schätze mal im Leerlauf, 4 Liter, 5 Liter, je nachdem. Aber was sagt da deine Anzeige? Na, ich habe, das ist eine gute Frage, Ich habe das schon mal getestet, weil wir waren jetzt auch auf der Eurobike mal für längere Zeit, da war es sau heiß und dann habe ich ja mal getestet, es geht auch um Umweltkriterien, ja, aber wenn es einfach tierisch heiß ist und im Auto wird es dann plötzlich 30, 40 Grad, du musst da arbeiten, das packst dann nicht mehr. Dann habe ich mal den laufen lassen und dann habe ich gemerkt, also der hat so 2 Liter in der Stunde gebraucht. Das war also nicht schlimm. Ne? Beim heutigen Spritpreis ist es dann schon wieder krass, weil das wären ja dann 4 Euro, ne? In der Stunde. Aber ja, also insofern glaube ich, dann ist das Ding eben gelaufen und hat uns die Batterien voll gemacht. Also es war super. Das kannst du jetzt das nächste Mal alleine? Schauen wir mal. Also ich muss dazu sagen, wenn man jetzt wirklich auf so einen Riesentrip geht, mit so einem Hightech-Fahrzeug, das ist schon eine Herausforderung. Also wird sie rausstellen, was ich kann in Zukunft und was ich machen muss überhaupt. Und es gibt ja auch im Ausland Werkstätten, so ist es ja nicht. Na? Im Idealfall braucht man ja keine Werkstatt. Naja, ich meine, für Service arbeiten und solche Geschichten brauchst du natürlich schon eine Werkstatt. Aber also einiges kann ich schon selber machen. Ist jetzt schon der Riemenwechsel? Also wenn ich nur den Riemen wechseln muss. Na, aber das weiß ich jetzt nicht, wie das geht, wenn ich da so zugucke. Riemen raus. Oh Mann, das war jetzt Magic. Das war jetzt gemein, gell? Das war jetzt gemein. Ich habe jetzt nicht gesehen, du hast ihn einfach rausgemacht und zack, draußen das Ding. Das kann man sagen. Ja, ich muss in letzter Zeit ziemlich viel einbauen, aus dem Grund. In dem Fahrzeug da vorne, der kriegt das 2 Generatoren und einen Klimakompressor rein, zusätzlich ja. Noch. Okay. Und das ist im Endeffekt jetzt der gleiche Motor. Gleiche Motor. Also auch ein Iveco, oder was? Ja. Okay. Schau, ein Daily. Auch ein Daily. Richtig. Und da. Gut. Das wichtigste Problem ist eigentlich im Endeffekt das, sie müssen da den Riemen entspannen können. Das ist A und so. Und der Preis ist ein riesen Schlüssel dafür. Je länger der Schlüssel, umso leichter. Genau, Übersetzung. Wie sagt man, kräftig ist das Schloss ist Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft. Ja, genau. Okay. Ne? Aus dem Grund. Okay, dann, das heißt, man macht es dann so rüber und dann ist das entspannt und dann kann ich. Dann muss man den Riemen und sie soll die erste Umlenkrolle, dann müssen sie es von der Runde schieben. Da kommst du nicht, da siehst du wahrscheinlich von da nicht. Du musst es auch auf die Stufe stellen, wenn nicht, müsstest du die Stufe weit rum, dann kommst du zu 2 drauf. Warte mal, ich stell mal rum, Tanja. Ich stell die Stufe mal rum, dann kannst jetzt du mal filmen. Oh ja. Schau dir mal, ist so einfach aus. Ja, wobei, Dennis, ich muss dir dazu sagen, was mir beim Filmen auffällt, ich kann da gar nicht so hinfilmen, wo ja die Hände gebraucht werden. Ja. Da sehe ich, dass ich ziemlich viel durchschauen können. Da kann man viel durchschauen? Der Riemen. Ist es unsere jetzt? Nein, das ist jetzt ein anderer. Ich habe jetzt einen alten gesucht noch. Aber der schaut auch gut aus, oder? Ja, nicht so mehr, weil der hat jetzt viel gequietscht. Ne? Und dann haben sie das Problem, dass sie da leicht durchschauen können. Wenn das passiert, dass sie durchschauen können, na, der Riemen Verschleißspuren. Ja, sehen wir. Bitte sag du zu mir, ich bin der Dennis. Alles klar. Ja, ich weiß schon, wie das immer ist. Da kommt der Kunde rein und dann plötzlich sagt du und dann sagt man trotzdem sie, weil man so gewohnt ist. Ich hatte mal das Problem mit einem Durchlaucht. Durchlaucht? Ja, ich habe früher auf Landmaschinen gearbeitet und dann habe ich gesagt, dem sein Karren ist defekt. Ja. Ist sofort hoch zum Chef und hat gesagt, er hat zu meinem Traktor Karren gesagt. Oh Gott.
Du darfst zu unserer Terra Love sagen, was du möchtest. Ja, sie wird nicht beleidigt sein. Und danke auch für das Beispiel. Das war jetzt interessant zu sehen. Ne, mit den Riemen. Ja. Das können sich viele nicht vorstellen. Man kann so eine Lehre mitnehmen. Wir haben welche da. Können Sie es haben, wenn es wollt? Ja, nehme ich. Danke. Weil die braucht man, so kann man es am Alltag schon testen. Aber ich muss halt zum Testen ausbauen. Richtig. Also man kann es, aber sie kommen da schlecht jetzt ran. Manche Anlagen kommen ziemlich gut, dann kann man es im eingebauten Zustand die Lehre nachheben. Weil wenn man die seitliche Wing schieben kann, dann ist schon rum. Ach, dann klar, wenn man den seitlich schieben kann, klar, dann hast du nicht Luft. Dann ist schon im Spiel. Dann ist schon im Spiel. Was passiert denn dann, wenn der zu viel Spiel hat? Der reißt irgendwann. Der reißt dann? Das ist sozusagen Verschlüsse. Erstens fängt er zum Quietsch an, weil er die Übertragungskraft nicht mehr hat. Weil er, wie soll ich sagen, der Riemen wird ja seitlich getragen, in den Rippen. Na, das muss ja der Riemen ziehen und nicht oben die Fläche. Ja. Na, und das ist ja noch, wenn er zu viel Spiel hat, dann verliert er an der Reibungskraft, wo er ziehen kann. Ja. Dann kann er früher rutschen und nach irgendwann durchs Rutschen wird er warm. Und dann reißt er. Und was für Erfahrungen habt ihr jetzt dann? Gut, ich meine, jetzt hat der Marco schon gesagt, hängt eigentlich davon ab, wie das genutzt wird, von den Kilometern her, wie stark der Generator genutzt wird. Aber kann man so einen Schnitt angeben? Reißt er nach 50.000 grundsätzlich oder kann man da irgendwas sagen? Wir haben Anlagen schon gehabt, die nach 10.000 schon größer waren. Echt? Ja. Die, wo sozusagen permanent volle Pulle die ganze Leistung runterzieht, was das Ding gibt. Ja. Na, da ist natürlich mit früher. Wir haben aber auch schon Anlagen gehabt, der ist 60.000 Kilometer schon gefahren, dann war ich drehen wir immer noch nicht so. 60.000? Na, das ist immer, erstens, Wohlfährt, Sand macht sehr viel aus, was Sand. Schadet. Na, wenn Sie jetzt da in trockene Gegend sind, wo es kaum einen Staub gibt, dann kann das halt leicht. Ja klar, Sand reibt, ne? Und nutzt ab, ganz, ganz klar. Also ich meine, wir gehen jetzt mal nicht in die Wüste soweit, nicht geplant, aber nicht geplant, dass die Sahara kommt. Naja, ich meine, wir haben jetzt auch gesehen in Südamerika, es gibt also sehr viele Schotterpisten und an Wege, die halt nicht asphaltiert sind und dann bist du nicht dabei, ist klar. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere 60.000 hält und dann, ne? Tauscht man einfach. Was machst du da unten? Die Umlenkrolle jetzt mal schauen. Die sind eigentlich gut. Ach, das spürst du dann, ob die rund läuft? Ja, eine Lage, wo Spiel hat oder es trocken läuft, das läuft ein wenig rauer. Okay. Naja, wir haben jetzt halt auf das Auto 15.000 Kilometer drauf, das ist ja noch neu, ne? Also jetzt fast noch nicht. Neu, ja. Fast neu, ne? Stimmt, fast neu. Und ja. Ich weiß, ich habe den Bausatz eingebaut. Ach, du hast den eingebaut? Ja, ja. Okay, dann siehst du mal. Sie an der Farbe. Siehst du an der Farbe? Habt ihr Techniker verschiedene Farben? Ja, sicher. Ach, jeder, der hat eine eigene Farbe. Mhm. Und du bist die Farbe Blau? Ja. Ah. Ja, wenn man sagt, Blau ist zwar keine Farbe, nicht, sondern ein Zustand, aber. Ja, je nachdem, ne? Aber es ist meine Lieblingsfarbe und manchmal auch ein Zustand, den ich nicht ablehne, wenn es nicht so schlimm ist. Ja. So. Ich kann da gar nicht so reinfilmen, wo ihr alles hinlangt. Ja. Macht nichts, wir erklären das. Dass ich dann danach hier von dir Beschwerde kriege, wenn du dir das Video anschaust, Dennis. Naja, ich habe jetzt auch da schon einiges gehört jetzt wieder, ne? Und weiß jetzt auch, wie man da rankommt. Das Rankommen ist gar nicht so schlimm. Man muss halt ein paar Sachen rausbauen, wie den, wie heißt das Teil nochmal, Lüfter? Das Ansaugrohr. Ansaugrohr. Und den Luftfilter. Und dann bin ich schon dran. Jetzt schauen wir halt einmal, dass ich vielleicht so einen großen Schraubenschlüssel da herkriege. Was ist das für Größe? Das ist 15. 15er. Okay. Und da haben sie 13. 15er. Na gut, ich meine, das habe ich, hab ja so einen Satz dabei, einen Werkzeugsatz. Ja, es ist nur, je kürzer das halt der Schlüssel ist, umso mehr Kraft müssen sie aufwenden. Klar. Und das Problem ist halt, dass wenn sie gleichzeitig mit einer Hand ziehen müssen, und so dann noch mit der anderen Hand den Riemen runter machen und sind mit der rechten Hand schon voll beschäftigt, was zum Spannen, und haben sie mit der linken keine Kraft mehr. Na, und das Problem ist beim Draufmachen dann erst recht. Richtig. Na, weil dann wird es ja gefiddelt. Aber man könnte jetzt im Notfall auch, wenn der Riemen jetzt gerissen ist, dann geht das Auto, fährt er trotzdem. Ja. Na, fährt halt meine Lichtanlage, also mein das Generator funktioniert immer. Nur das Problem, wenn der Riemen reißt,
kann keiner Ihnen garantieren, dass die Riemenfetzen nicht in die andere Riemen reinkommen. Ah, okay. Das ist unser Problem. Das heißt, der Riemen könnte reißen und dann können die Fetzen was anderes kaputt machen. In den anderen Riemen reinkommen, was das Fahrzeug ja selber noch drauf hat. Zum Beispiel in diesem Riemen, wo die Wasserpumpe und Lichtmaschine auch drüber war. Yeah. Oder der untere von der Klimaanlage. Yeah. Die Klimaanlage wäre jetzt auch nicht so tragisch. Weil Klimaanlage könnte man noch aushalten ohne. Aber wenn der andere weg ist, dann steht das Auto. Na, steht er. Weil sie haben keine Kühlung mehr. Na, dann sage ich einfach, dann hole ich ein paar Elche in Kanada und lasse mich abschleppen. Ja. Oder ein paar große Braunbären, Grizzlies. Ja. Nee, Schatz beiseite, gut zu wissen, klar, wenn der Riemen reißt, dann kann ich es der... Es kann, es muss nicht, es kann. Ja, der kann was verletzen. Ne? Es kann die andere Riemen beschädigt werden, es kann auch gleichzeitig, wenn der Riemen reißt, er schlägt ja nochmal durch. Deswegen heißt es, also ist es sinnvoll, nach wie viel Kilometer Sicherheitshalber zu wechseln? 25.000? 25.000 Kilometer macht Sinn, den Riemen prophylaktisch zu wechseln, damit das nicht passiert. Damit das nicht passiert, richtig. Gut zu wissen. Weil, wie gesagt, der Riemen ist zeitweise mit der Lichtmaschine unter Umständen etwas stärker gefordert als bei der andere. Ja. Weil beim Fahrzeug selber den Riemen, den wechseln wir wesentlich später. Aber durch das, dass halt die Belastung vom Stromerzeuger eigentlich der Riemen auch... Er ist noch nicht ganz an der Leistungsgrenze, weil ich weiß nicht, das ist eine 5 kW Anlage. Weiß ich gar nicht. Na, weil wir haben sie mit 8 auch noch. Ach, es ist 5 kW, davon gehe ich aus, ja. Na, mit 8 kW auch noch und da ist halt der Zug noch wesentlich noch mehr stärker. Hm. Nee, wir haben eine 5 kW Anlage, weil wir brauchen ja gar nicht den mit 8 kW. Das wäre ja vollkommen drüber, über ja, das. Ja, es kommt immer darauf an, für was es braucht. Ne? Ja, manche ja. wollen da irgendwelche Reparatur oder sonst was machen müssen und ich brauche die 8 kW Feuerwehrautos oder so, zu der hydraulischen Schere zum Betätigen, brauche ich halt die knappe 8 kW. Verstehe. Das geht mit 5 nicht. Ja, ja. Da reicht der Strom nicht aus, um das, die hydraulische Presse anzuwerfen. Genau. Aus dem Grund müssen wir die 8 kW da einbauen. Und da ist halt der Zugwert halt noch anders. Ja. Das beim Feuerwehrauto ist halt auch Zeit länger, bis man die 15.000 oder die 20.000 Kilometer zusammenbringt. Das stimmt, bei uns geht es ratzifatzi. Ja, wenn Sie einmal eine richtige Tour fahren, dann sind halt mal 10.000, 15.000 Kilometer weg. Aber locker. Ja. Locker. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass jetzt aus der Tour, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir da, ja, also 60.000 Kilometer wird es auf jeden Fall sein. Also mein Gott, durch den ganzen Kontinent zu fahren, also ich meine, Kanada und Amerika, Mittelamerika, Südamerika, mit den Hin- und Her-Zickzacken und so, da bist du schon da schnell dabei. Das kann man mir vorstellen. Ja. Das muss aber ein schöner Fahrt werden. Ja, da haben wir echt Bock drauf. Ja. Was müssen wir jetzt da noch machen, jetzt da einen neuen Riemen einziehen, oder? Wenn wir in der Spannrolle jetzt nichts machen, müssen wir es mit der Riemen einziehen. Jetzt kommt es darauf an, was mit der Lüfterkupplung ist, ob wir da jetzt was machen oder nicht. Genau, die Lüfterkupplung, weil die pfeift der weg, ja, ne? Weil wenn man die braucht, dann brauche ich den Riemen nicht auflegen, weil dann muss ich ihn danach wieder runter machen. Genau. So Marco, ich habe jetzt leider Gottes jetzt gar nicht gewusst, dass hier so ein riesen Ding da jetzt hat, dass eine riesen Aktion ist. Deswegen habe ich nicht ganz von Anfang an gedreht. Wir werden es dann machen, wenn ihr es wieder zusammenbaut. Jetzt habt ihr nahezu die ganze Front abgebaut. Warum? Genau. Dass wir jetzt im Prinzip an den kompletten Bausatz, an die Magnetkupplung, Lüfter, sonstiges überall hinkommen. Und ja, weil wir jetzt die Lüfterkupplung ausbauen, diese Magnetkupplung. Und deswegen bauen wir jetzt die Front weg, einschließlich Kühler, Klimakühler, Stoßfänger, volles Programm. Das ist aber nicht üblich, ne? Das macht man also nur dann, also das nicht, um die Leute zu erschrecken, ja. Das ist also nur dann der Fall, wenn jetzt halt hier, ist auch keine Servicearbeit normalerweise, sondern wir hatten jetzt halt so ein Pfeifen beim Lüfter, wenn der Lüfter einsetzt und wir machen das prophylaktisch. Das heißt, es ist eine Kupplung, ne, von Iveco und... Magnetkupplung, genau, eine Magnetkupplung von Iveco und diese tauschen wir jetzt aus in dem Zuge. Das machen wir jetzt prophylaktisch, dass wir die nächsten 4 Jahre keine Probleme haben. Genau so ist es, ja. Also, diejenigen, die da reingucken, keine Panik, das ist kein normaler Einsatz. Wie gesagt, wir präparieren hier, um ja, für die nächsten 4 Jahre so gut durchzukommen wie möglich. Deswegen schaut es hier so aus, es ist schon mal hochinteressant, ja. Aber da wird es mir schon ganz Angst, weil sowas will ich nicht machen müssen. Das ganze Inkreisch. Alles Teile von unserem Auto, von der Terra Love. Hier ist jetzt halt der Rammschutz, der jetzt da einsam liegt. Wahnsinn, was die Jungs drauf haben, um sowas zu machen. Nochmal ganz kurz, Marco, wie heißt jetzt halt, die Berufsbezeichnung?
Für die Leute, die das nicht wissen, also du bist jetzt halt was? Meine ist Kfz-Technikermeister und mein Kollege ist ein Landmaschinenmechaniker. Okay, genau. Also jemand für die ganz großen Maschinen, für die ganz großen Teile. Ja, naja, es ist auf jeden Fall in guter Hand hier, super. Die machen hier einen geilen Job bei Martins Special Technics. Haben wir hier auch auf dem Auto draufstehen, ganz oben. Bei unseren Partnern, das heißt also auch Martin Special Technics ist ein Partner der großen Reise. Vielen Dank, du hast heute den ganzen Tag Einsatz gebracht, der war gar nicht so erwartet und hast das Auto, die komplette Front und Haube, alles zerlegt. Ja. Mir ist ganz schwindelig geworden, wie kann man sowas zusammenbringen und hast es so nahezu, also ein bisschen über Feierabend, ne? Also eine Stunde drüber, aber du hast es wieder zusammengebracht. Tausend Dank. Und, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Kein Problem. Ja. Also. Und viel gelernt haben wir auch. Viel gelernt haben wir? Ja. Viel gelernt haben wir auf jeden Fall. Man kann die Sache weitergeben, wenn jemand Interesse hat. Warum nicht? Ja. Kein Problem. Dann vielen Dank und einen schönen Feierabend. Werden wir vielleicht haben. Es geht noch weiter. Ja, geht, musst du noch arbeiten? Sicher. Dann machst du noch weiter? Noch zu Hause. Zu Hause? Aber nicht mehr schrauben, oder? Nee, heute muss ich mal Traktor fahren. Traktor fahren, okay. Du bist ja, du machst ja auch Großmaschinen, oder? Auch noch, so hobbymäßig, ja. Aber früher hauptberuflich? Ja. Kein Wunder, er kann alles. Also geil. Also tausend Dank nochmal. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Jo, vielen Dank für deinen Einsatz. Jo, ja, tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal, aber hoffentlich nicht so bald, weil da ist ja irgendwas, ne? Ja. Dankeschön. Wir hoffen, dass ihr das halbe Jahr mal entspannt werdet. Halbes Jahr, wir sind länger weg. Wie lang? Drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre? Ja. Wir fahren alles lang. Ja, ja. Dann weißt du jetzt, warum du jetzt geschraubt hast. Also das muss jetzt halten, ne? Das hält auch. Vielen Dank, ne? Mach's gut. Jo, ciao. Ja, also vielen Dank, dass ihr da so offen seid und uns das gezeigt habt. Und wir werden euch um die Welt tragen. Ja? Also, umgekehrt. Wir werden von euch um die Welt getragen. Ja, um die Welt gepowert. Ja? Um die Welt gepowert. Also in diesem Sinne, da bedanken wir uns nochmal und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was erzählen, ein bisschen was Neues, ein paar neue Ideen geben. Und wenn ihr wirklich mal, wenn ihr Power sucht für euer Wohnmobil oder was auch immer, dann wendet euch an die Firma Martin. Ist ein bisschen Liebe da, ein bisschen Liebe da lassen in Form von Likes und schönen Kommentaren. Ja, also genau, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Thank you.
doch, doch.